Cup einzieht. Schöbes Tor zum 1:1 sicherte damals den Hallensern dieses internationale Schmeckerchen. Doch in der aktuellen Zweitbundesliga-Tabelle liegt Chemnitz vor Halle. Ob es heute so blieb, sagt uns Konstantin Sauer. Die Geizhälse der Bundesliga heute im Spiel gegen Halle. Chemnitz in Weiß-Blau. Nur 3 Tore in 8 Spielen, so wenig hat keine andere Bundesligamannschaft erzielt. Aber heute sollte es nicht zum ersten Mal anders werden. 3. Minute und Oyokoyo Turuniga aus Nicaragua mit dem 1:0. Der Name geht nicht ganz so leicht von der Zunge. Dieser junge Mann kommt aus Nicaragua und erzielt heute sein erstes Tor für Chemnitz. 1:0 nach 3 Minuten. Oyokoyo Turunariga. Wir werden diesen Namen noch mehrmals hören. Das Spiel begann temperamentvoll. Halle, ja auch in 4 Begegnungen ohne Sieg, wollte dieses 0:1 schnell ausgleichen. Wosch, nur 60 Sekunden nach der Sachsenführung, sein strammer Schuss. Das Spiel begann eine halbe Stunde früher als in vielen Zeitungen ausgedruckt. Vielleicht auch deshalb nur 2100 Zuschauer im Stadion. Die waren aber begeistert von der Anfangsphase. Chemnitz im Gegenzug, Köhler der Absender, 5. Minute. Die Antwort, der Hallenser ließ nicht auf sich warten. Tretschok mit schönem Schuss. Schiedsrichter übrigens Wiesel aus Otterbergen hatte 0 Probleme mit dieser Partie, keine gelbe Karte. Fairness einwandfrei bei beiden Teams. Halle in der besten Phase. Mit der 9, René Tretschok, knapp am Tor vorbei. Chemnitz nach wie vor 1:0 führend. Bei Halle wieder Schülbe mit dabei. Dafür fehlte Neitzel wegen einer Oberschenkelzerrung. Und Schier Absender dieses Schusses. Chemnitz spürte wohl, dass Halle hier ein Remis so schnell wie möglich wollte und erhöhte wiederum den Druck. Mehlhorn in der 16. Minute. Es ging hin, es ging her, 1:0 für Chemnitz. Mehlhorn, 18. Minute, Adler mit Fußabwehr. Die Sachsen erhöhten den Druck, 19. Minute. Und da hatten viele den Torschrei schon auf den Lippen. Aber es war das Außennetz und nicht das Innennetz. Hier irrt Adler doch ein wenig herum. Turunariga übrigens, der Absender dieses Kopfballs, nach wie vor 1:0. 23. Minute. Jetzt Chemnitz, eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. Keller. Schöner Pass hier auf Böhr. Adler erneut mit guter Fußabwehr. Aber in der Luft, da hat er so seine Schwierigkeiten. Hier sieht es eher nach Kanarienvogel aus. Nutznießer Thorsten Böhr, 24. Minute, 2:0. Nicht überzeugend, wie Jens Adler das Hallenser Tor verlässt. Und Thorsten Böhr vom Ex-BFC nach Chemnitz gewechselt. Mit dem 2:0. Eine Szene gibt's noch aus der ersten Halbzeit. Nämlich ein schöner Lattenschuss von Heidrich in der 27. Minute geschehen. 2:0, das war okay. Halle scheiterte auch an der mangelnden Chancenverwertung. Das war zu wenig. Oyokoyo Turunariga. Ja, der regte die Hallenser Bank auf. Und auch an der folgenden Szene ist der Mann aus Nicaragua maßgeblich mit beteiligt. Flanke Illing, da steigt Oyokoyo hoch, aber er prallt zusammen mit Pennecke. Wosch ahnt Böses. Richtig, Pennecke Platzwunde, musste raus, dafür kam Schön. Vorher schon ein Wechsel auf Hallenser Seite, Hannemann für Nowotny. 73. Minute. Thorsten Böhr wird nicht entschlossen angegriffen. Das endgültige K.O. für Halle, das 3:0 für Chemnitz, das 2. Tor des Thorsten Böhr am heutigen Abend.
Danach ließen die Sachsen noch ein wenig die Zügel schleifen. Halle hatte noch eine prima Aktion. Schülbe, Wülbier, aber Hiemann auf dem Posten. Am Mittwoch kommt Torpedo Moskau nach Halle. Insgesamt, es ist natürlich ein Höhepunkt für unseren Club, das ist richtig. Kein Höhepunkt, der Hallenser Auftritt in Chemnitz. 0:3, Abwehrfehler und Torwartschnitzer, die Moskau wohl ebenso bestraft wie Böhr. Für Mittwoch, hinten mehr Sicherheit und vorn mehr Glück als Wülbier bei seinem Fallrückzieher. Bernd Donau ohne Pessimismus. Hat sich ja so ergeben aus dem Zusammenschluss der beiden Verbände, dass wir die Chance noch mal bekommen. Wir haben sie vor das Jahr wieder erwarten genutzt, denn das war ja eine Sensation. Und nun haben wir die Chance und können ein Cup spielen oder zwei oder mehr.